Besiedelung der Frankenbeute. Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Praxisvideo. Heute ist es soweit, heute wollen wir die Frankenbeute besiedeln. Bei noch schönem Wetter, aber das soll noch anders werden. Wir erwarten hier kräftige Regenschauer, von daher will ich gleich loslegen. Die Kamera ist natürlich dabei. Unsere neue Facebook-Gruppe, Imkeranfänger und Profis. Hier treffen sich Neulinge und alte Hasen in Anführungszeichen, denn beide können voneinander lernen. Herzlich willkommen zu dieser moderierten Gruppe. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Frankenbeute steht bereit. Frankenbeute ausgestattet mit, ich glaube, 10 Mittelwänden und einer Futtertasche mit richtig schön Futterteig drin. Wir haben zwar Tracht, aber wir wissen ja nicht, wie sich das Wetter noch die nächsten Tage hier entwickelt. Weiterhin steht bereit, standardgemäß, wie immer, der Hookbock, der Smoker, Wasserzerstäuber, eine Anlaufplatte und ein Eimer zum Schneiden von Wachs für Wachsabfälle. Denn wir haben hier bei der Druckbeute eine Schwierigkeit. Das ist das großpolnische Maß, Ramka Wielkopolska. Da passt zwar in der Länge das Deutsch-Normalmaß rein, bloß in der Höhe ist noch viel Platz unterhalb dieser Rähmchen, sodass ich dort mit massivem Wildbau rechne. Der muss natürlich weggeschnitten werden. Aus dem Grunde will ich die Druckbeute heute komplett auflösen und dafür brauche ich dann eine zweizagige leere Segeberger Beute. Das heißt, die Druckbeute, die kommt heute komplett aufgelöst. Schwierigkeit bei der ganzen Sache, das Ganze wiegt ungefähr 200 Kilogramm mit Bienen und Waben und Honig drin. Von daher ist es natürlich unmöglich, das zu transportieren. Ich werde Wabe für Wabe durchschauen. Königin muss gefunden werden auf jeden Fall. Und die Waben werden beschnitten und dann erstmal in die Segeberger gehängt. Auf die Stelle der Druckbeute kommt dann die Frankenbeute. Dorthin vor das Flugloch, vor die Frankenbeute, werden dann die Bienen abgestoßen, zusammen mit der Königin dann. Es ist also hier wieder die klassische Methode: Umsiedlung eines Volkes durch Bildung von Brutling und Flugling. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, und da haben wir auch schon das Druckbeutenvolk, wie gesagt, dunkle Biene F1. Aus dem Jahre 2019 stammt die Königin. Vorbereitet ist alles. Vorbereitung ist bei solchen Aktionen immer das Allerwichtigste, wie ich finde. Man muss da nachher nicht so viel laufen und nicht so viel nachdenken, sondern kann sich voll auf die Bienen konzentrieren. Ja, und hier kommt die Königin-Karte schon mal in die Frankenbeute. Öffnung des Volkes wie gehabt. Wir benutzen etwas Rauch, um dann anschließend die erste Wabe zu ziehen. Die erste Wabe, das ist immer die schwierigste, wenn das Volk eng sitzt. In diesem Fall auf 17 Waben und ein bisschen mit Hebelkraft und ein bisschen mit Technik. Dann geht das schon ganz vorsichtig, die Wabe nach oben rauszuziehen, ohne groß Bienen hier zu verletzen. Ja, und da haben wir auch schon die erste Wabe. Hier im Warmbau der Druckbeute und die ersten Waben, das ist hier meistens eine Pollenwabe. Manchmal auch sehr viel Nektar drin, frischer Nektar, der wird von den Trachtbienen dort abgeladen. Jo, nachdem wir nach der Königin geschaut haben, wir suchen ja die Königin als allererstes, darauf kommt es hier bei uns an, kommt diese Wabe schon mal erstmal in die Segeberger. Und wir machen uns dann auf zur zweiten Wabe. Und so geht das jetzt Stück für Stück. Arbeiten wir uns von vorne nach hinten vor. Ja, hier haben wir die nächste Wabe. Bei ruhiger Bearbeitung lässt sich die dunkle Biene gut behandeln hier. Wir sehen, die Bienen sind sehr sanft, alles in Ordnung. Ja, und hier, wie vermutet, sehen wir noch eine weitere Pollenwabe, aber auch schon mit viel Futter drin. Und das erste Stück des Wildbaus unterhalb dieser Normalmaßriemchen. Da sind wir dann auch schon bei der dritten Wabe angelangt und in der Regel müsste das dann auch schon die erste Brutwabe sein. Jo, und wie wir hier sehen, erkennen wir schon auf den ersten Blick verdeckelte Brut.
mit einem schönen breiten Pollenkranz drumherum und dann noch mit einem Futterkranz. Das ist dann typisch für die Dunkelbiene und auch für die Dunkelbiene F1, die ja ihren Futtervorrat brutnestnah ablegen in der Regel. Ja, auch hier achten wir zuerst auf die Königin. Die wollen wir ja finden. Aber auch auf Weiselnäpfchen, die vielleicht schon in Pflege sind. Und auch auf den Wildbau. Nach der Königin ist ganz genau zu suchen hier, denn der erste Suchdurchgang, der ist immer der beste. Es ist immer blöd, wenn man die Königin bis zur letzten Wabe nicht gefunden hat und dann alles nochmal durchsuchen muss. Das ist immer nicht so schön. Ja, und hier geht das Stück für Stück von der ersten bis zur letzten Wabe durch. Wir befinden uns jetzt mitten im Brutnest, überall schön kreisförmig die verdeckelte Brut, auch viel offene Brut und mit breiten Pollenvorräten und Futterkranz drumherum. Typisch dunkle Biene. Ja, und da sehen wir eins der ersten Weiselnäpfchen. Die müssen natürlich gebrochen werden, sollten gebrochen werden, obwohl hier ist es in diesem Fall nicht so wichtig, das Volk wird später ohnehin aufgelöst. Aber dennoch. Ja, und der Wildbau ist natürlich zu entfernen, damit diese Wabe hier nachher gleich in die Segeberger Beute passt. Königin bislang nicht entdeckt. Ist ja auch noch ganz am Anfang und in der Regel ist es so, dass die Königin natürlich den Bereich verlässt, in dem der Imker arbeitet. Sie flüchtet sowohl vor Licht als auch vor Arbeitsunruhe. Von daher ist es oftmals so bei der wabenflüchtigen Biene, dunklen Biene, dass die Königin immer auf der letzten Wabe zu sehen ist. So, und es geht weiter. Hier sehen wir auch schön die Konstruktion der alten Trogbeute. Sie ist ca. 3 cm zu hoch für Deutschnormalmaß. Darum wird hier immer Wildbau angelegt. Das ist dann natürlich für die Bearbeitung nicht so schön. Aber man muss sich wundern, wie viel Insekten doch abkönnen, wenn dann mal so ein Stück Wabe runter landet unten. Das heißt dann nicht automatisch, dass die Bienen zerquetscht sind. So, es geht weiter. Hier sehen wir auch eine in Pflege befindliche Weiselzelle kurz vor der Verdeckelung. Ja, also das Volk ist eindeutig in Schwarmstimmung und wahrscheinlich sind wir hier noch rechtzeitig gekommen mit dem Aufteilen in Flugling und Brutling. So, hier haben wir eine komplette Drohnenwabe. Die ist auch komplett in Brut, also komplett bebrütet mit viel Wirrbau drumherum. Ja, und das gibt dann die tausenden Drohnen. Bei der dunklen Biene hier am Stand sehr erwünscht. Steigt doch dann die Chance, dass meine Königin hier auch von dunklen Drohnen begattet werden. Ja, auch hier schauen wir natürlich ganz genau nach der Königin, weil zu dieser Jahreszeit besucht die Königin mehrmals stündlich, will ich fast sagen, die Drohnenwabe, um hier frei gewordene Zellen mit Drohnenstiften zu belegen. Also die Chance ist im Frühling immer groß, die Königin auf der Drohnenwabe zu finden. Ja, erkennt jemand von euch die Königin? Hier ist sie schon zu sehen. Das ist jetzt nochmal die Rückseite der Wabe. Unser Hauptdarsteller hier, der hat die Königin noch nicht entdeckt. Das wird sich hoffentlich aber gleich ändern. Hier ist viel offene Brut und viel Stifte. Von daher ist es immer eine große Chance, auf solchen Waben die Königin zu finden. Und siehe da, hier wurde die Königin entdeckt. Ja, und diese Wabe, die stellen wir jetzt natürlich nicht in die Segeberger Beute, sondern erstmal irgendwo ins Gras, um die Umsiedelung vorzubereiten. Keine Angst, die Königin, die wird nicht ins nasse Gras laufen bei diesen Temperaturen, die Bienen auch nicht, die werden alle schön auf der Wabe sitzen bleiben. Ja, hier haben wir nochmal die Trogbeute
mit den zwei letzten Waben und drüben schon die Segeberger. Die ist schon gut gefüllt, da ist die zweite Zarge auch fast schon voll. Ja, und sobald es das Gewicht zulässt, kann man die Trogbeute hier rüberschleppen. Denn an diese Stelle soll ja gleich die Frankenbeute. Und da steht sie auch schon, wie von Geisterhand. Und wir sehen hier die ersten Flugbienen. Die wollen sich bereits in die Frankenbeute hier einfliegen, obwohl da noch gar nichts drin ist, außer den Mittelwänden. So, und nun gehe ich bei und nehme einige Brutfarben des umgestellten Volkes und stoße die in den Hobbock ab. Ein bisschen nass machen, aber nicht zu viel, denn wir wollen ja nicht die Bienen, wir wollen ja keine Begattungsvölkchen bilden hier und auch keinen Kunstschwarm, sondern wir wollen ja, dass die Bienen flugfähig bleiben und auch möglichst beweglich. Ich habe hier nur ein bisschen Wasser, den Wasserzerstäuber genommen, um die Bienen etwas friedlicher zu halten. Denn bei diesem Wetter sind auch viele Altbienen zu Hause und die mögen das Abstoßen nicht ganz so gerne. Ja, und wenn wir 3-4 Waben maximal zusammen haben, das reicht eigentlich schon, dann kippen wir diese schöne Bienentraube im Hobbock vor die Frankenbeute. Ja, das sind wunderschöne Brutwaben. Geschlossene Brutnester, so wie wir das bei der dunklen Biene kennen, ganz fantastisch. Ja, und ein weiteres Mal abstoßen, genau, schön kräftig, nicht zu zaghaft. Manchmal muss man richtig schön mit Kraft bei den Bienen beigehen. Na, nehmen wir noch eine Wabe, tut eigentlich nicht Not, aber eine kann noch, weil das so viel Spaß bringt hier. Auch eine schöne Brutwabe, alles junge Waben, alles junger Wabenbau, großflächig verdeckelt, wie wir hier sehen, ganz fantastisch. So, jetzt dürften wir aber Bienen genug haben. Das waren 4 Waben, wenn ich jetzt richtig sehe, oder 5 sogar. Das reicht dicke. Das sind fast schon Bienen für ein neues Volk, das ist alles super. So, und wir sehen hier ganz viele Flugbienen schon, die kommen vom Raps zurück und die bekommen jetzt Verstärkung. Mit einer Mischung aus Jung- und Altbienen aus dem verstellten Restvolk, aus dem Hauptvolk. So, schön kräftig abstoßen. Bisschen Rauch geben hilft dann immer, die Bienen zu lenken. Sonst laufen sie zu sehr auseinander wie ein frischer Pfannkuchenteig. Und die fallen dann eventuell rechts und links runter. Das kann man mit ein bisschen Rauch hier verhindern. Und wir holen uns jetzt auch gleich die Königin, die Wabe mit der Königin drauf. Und sobald die Bienen in nennenswerter Zahl einsterzeln, also einlaufen in die Beute, können wir da die Königin dazugeben. Und das machen wir jetzt. Denn erst wenn die Königin dabei ist, dann merken die Bienen so richtig, dass sie hierher reingehören. Ja, die Königin lasse ich vorsichtig auf meine Hand laufen. Ich fasse sie nicht so gerne an, schon gar nicht mit Handschuhen. Da ist sie auch schon, wird kurz auf das Anflugbrett gegeben. Ein bisschen von hinten noch angestupst und schon läuft sie in die Beute, wie wir hier sehen. Jo, da ist sie zaghaft, aber jetzt ist sie drin. Und die ersten Bienen folgen ihr. Jo, die Wabe können wir auch noch abstoßen. Dann haben wir auch genug erstmal. Jo, wir sehen, die Bienen beginnen tatsächlich zu sterzeln. Laufen in das Flugloch und merken sofort, wo sie hin müssen aufgrund des Königinnendufts. So, jetzt noch ein bisschen mit Rauch nachhelfen. Ein kleines bisschen Unruhe reinbringen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und zum Schluss auch von den Seiten ein bisschen berauchen, dann wissen die Bienen, wohin sie sollen. Jo, sterzelnde Jung- und Altbienen der dunklen Biene F1 laufen hier erstmalig in die neue Frankenbeute ein. Ich finde das toll, endlich mal wieder eine Frankenbeute. Und zwar vor allem im Langstrotmaß. Ich finde das Langstrotmaß ja so richtig toll. In der Höhe ungefähr wie Deutsch-Normalmaß, bloß die Länge ist deutlich größer. Wir haben ein deutlich längeres Rähmchenmaß, damit einen längeren Zehrweg. Und noch weniger die Gefahr von Futterabriss im Frühjahr,
wenn wir die Bienen einzahlig überwintern. Wir haben in der Auffütterung auch mehr Reserven, also wir können diesem Volk mehr Futter geben, ohne die Gefahr, das Brutnest zu sehr einzuengen. Das sind die Vorteile bei Langstroth. Hinzu kommt natürlich die volle Schichtenbeweglichkeit. Und darauf freue ich mich schon auf die Arbeit mit einer Langstrothbeute. Richtig toll. Ja, und hier können wir den Bienen zusehen, wie sie einlaufen. Und hier hat sich der Darsteller dazu entschieden, noch ein paar Bienen abzustoßen. Da wird dann die ganze obere Zarge leer gemacht. Notwendig wäre das jetzt nicht, aber je stärker das Volk, das neue Langstrothvolk ist, desto besser natürlich die Startmöglichkeiten hier. Die Gefahr, dass wir das Segelberger Volk hier, wie es hier steht, zu schwach machen, die besteht erstmal nicht, denn wir haben ja sehr viel Brut, auch sehr viel verdeckelte Brut, die heizt auch ein bisschen mit. Und wir haben ja auch gelernt, dass die Bienen im Frühjahr gerne bei ihrer Brut bleiben, so dass bei weitem nicht alle Flugbienen zum Langstrothvolk fliegen. Und das hat sich auch bestätigt hier einen Tag später. Wir haben ganz starken Bienenflug in dieser Segelberger Beute, in der umgestellten, das ist ja der Brutling. Das heißt, dass die Bienen eben bei weitem nicht alle zurückgeflogen sind. Ja, hier nochmal eine schöne Brutwabe, so wie sie im Buche steht. Ja, da wird dann tatsächlich die obere Zarge abgestoßen und leer gemacht. Und dann haben wir den Flugling ziemlich stark gemacht. Das ist ein schöner, starker Flugling, der dann auch sofort erstmal Futter hat, in Form zunächst von Futterteig. Aber ein, zwei Tage später wird der dann auch flüssig gefüttert, richtig schön mit Zuckerwasser. 1:1, der wird dann regelmäßig schön dünn gefüttert, damit er seine erste Zarge ausbaut. Und wenn die ausgebaut ist, dann kommt dann die zweite Zarge überabspeckelter praktisch als Honigraum drüber. Ja, so ist das Arbeiten, so arbeitet man mit Bienen, souverän und entschieden. Hier die letzte Wabe abstoßen. Die Bienen tun nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, die mögen das sogar. Alle die Gemeinschaft im Hopbock hier, und da sehen wir wieder eine weitere schöne Bienenmasse. Mit der Masse kann man richtig schön arbeiten. Einmal aufstoßen, aufstauchen, so wie jetzt, und dann kann man sie schön gezielt wie eine flüssige Masse zum Beispiel auf das Anflugbrett geben hier. Den Bienen gefällt's, keiner Biene passiert etwas. Nochmal einmal abklopfen, fertig. Ja, so geht man mit Bienen um. Seid da nicht zu zaghaft. So will die Natur das, und so arbeiten wir mit den Bienen. So, nochmal ein bisschen Rauch von der Seite, auch von unten. Dann wissen die Bienen gleich, wo sie hin sollen. Rauch muss immer sein. Kann die Imker nicht verstehen, die bei ihren Bienen beigehen. Dick vermummt mit Handschuhen und Schleier. Dann aber keinen Rauch verwenden. Genau andersrum sollte es sein. So wie hier zum Beispiel. Ja, und das ist die gesamte Bienenmasse. Ein Teil ist schon drin. Also ein ziemlich starker Flugling. Und das ist auch gut, denn bauen sie gleich die Zarge voll aus. Wir haben ja auch Rapstracht und wie gesagt, Flüssigfütterung auf jeden Fall wird notwendig sein. Ja, und die letzten Bienen aus der verstellten Trogbeute, die werden hier mit Rauch vertrieben. Das geht, das ist kein Problem. Tja, meine lieben Bienenfreunde, das war die Aktion für heute. Besiedelung der Holdermannbeute im Langstrothmaß. Wie ihr seht, eine ganz einfache Geschichte. Wir müssen nur die Königin finden, genug Bienen dazu kippen. Fertig ist der Flugling. Und die Segelberger Beute, das ist praktisch der Brutling, weisellos. Aber wir haben gesehen, das Volk ist auch in Schwarmstimmung. Es waren tatsächlich schon die ersten verdeckelten Weiselzellen. Die müssen seit gestern heute verdeckelt gewesen sein. Die habe ich natürlich gebrochen. Und die Weiselzellen, die müssen nach wie vor die nächsten 3 Wochen in dem Brutling gebrochen werden. Nicht, dass der uns noch wieder wegschwärmt oder eine weitere Königin nachzieht. Wir wollen den Brutling ja auflösen. Und die schlüpfenden Bienen der nächsten 3 Wochen des Brutlings, die werden hier jedes Wochenende einmal vor die neue Frankenbeute gekippt.
ja, eine ganze Masse Bienen. So viele Bienen hätte man nicht nehmen müssen. Es hätten auch weniger gereicht, aber es kommen noch die Flugbienen dazu. Viele Flugbienen des Brutlings, die werden hier wieder einziehen. Und dann schauen wir mal. Ja, ich bin froh, dass wir die Aktion gemacht haben. Das war mein Ziel. Die Trugbeute übrigens, die möchte ich gerne abgeben. Wer Interesse hat, hier aus der Nähe sich das Ding abzuholen, vielleicht ein bisschen hübsch machen, ein bisschen restaurieren, als Museumsbeute irgendwo hinstellen, das kann man dann gerne machen. Bitte einfach irgendwie mir eine E-Mail schreiben, Kontaktdaten habt ihr ja. Ja, wunderschön. Die dunkle Biene F1. Ich habe gesehen, die ist aber schon von 2019, also muss die auch umgeweiselt werden. Das wäre dann noch eine weitere Aktion, aber ist eine schöne Biene. Sanft und dunkel. Sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie sich die Trachtsituation entwickelt. Gleich kommt die Sonne wieder durch und es soll heute aber noch Regen und Gewitter geben. Ja, meine lieben Bienenfreunde, hat euch das Video gefallen? Dann klickt gerne auf Daumen hoch, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es hier wieder ein neues Video von mir gibt. Es wird noch richtig spannend dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss.